Schönen guten Abend, wir vom Westend Verlag freuen uns sehr, dass wir mit unserem Partnerunternehmen, den Buchkomplizen, in dessen Räumen wir uns hier gerade befinden, endlich wieder eine Veranstaltung machen können. Und wir freuen uns ganz besonders gerne, dass heute Abend Ulrike Gero bei uns ist. Frau Gero, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr. Ich auch. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Sie haben nämlich ein wahnsinniges Pensum jetzt schon in den 4 Wochen, seit es erschienen ist, Anfang März, hinter sich. Aber ich würde gerne mal an den Anfang, an die Gestehung des Buches zurückkommen wollen zunächst. Denn Sie haben mir verraten in einem ersten Telefonat, was wir hatten vor einiger Zeit, dass Sie das Buch mit einem Furor geschrieben haben und es eine Art Katharsis war. Was war denn passiert, dass Sie dachten, jetzt muss ich mich jetzt hinsetzen, jetzt muss ich mir das hier mal von der Seele schreiben? Was war da? Also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass wir lernen uns auch gerade kennen, also ja. Der Verlag und ich. Das ist ganz wichtig und vielleicht sage ich das mal als erstes. Dankeschön, also so ja, natürlich gerne. So einen coolen Verlag, der so schnell reagiert mit so vielen netten Leuten. Also ich habe jetzt schon einige Verlage hinter mir, aber das ist echt klasse. Ja, also unsere Beziehung ging sozusagen über Nacht, weil ein anderer Verlag das eigentlich abgelehnt hatte, das Manuskript. Und dann ging das von Freitag auf Montag. Und ab Dienstag 9 Uhr lief die Westend Verlagsmaschine. Und ich habe echt nur noch gedacht, wow, sowas gibt es. Ja, also ich kenne da so andere Lektorate oder so. Also insofern echt danke und großes Kompliment. Und ich freue mich auch wieder in Frankfurt zu sein. Ich war natürlich ganz oft schon in Frankfurt, ja, im Römer, keine Ahnung, wo ich schon alles hier diskutiert habe, bei der Deutschen Bank, wie auch immer, aber hier noch nicht. Und immer wieder schön, so ganz viele Facetten von Frankfurt auch zu entdecken. Ne? Ich hatte ja vielleicht das noch vorab, 2017, 18, die Gastprofessur an der Goethe-Universität, die Alfred-Grosser-Gastprofessur, und war da halt ein bisschen häufiger in Frankfurt. Und das ist schon interessant, welche Ecken diese Stadt hat, ja, und wo man hier unterwegs sein kann, ohne den anderen Ecken zu begegnen. Verstehen Sie, was ich meine? Ne? So Deutsche Bank und so, das ist alles so. Wie auch immer. Jetzt das Buch, die Katharsis. Naja, also wir haben halt alle diese 2 Jahre Krise erlebt, erlitten. Und gerade im Jahr, ich habe ja erst eigentlich so 2020, hatte ich immer noch viel zu tun, noch ein anderes Buch geschrieben, wie auch immer. Und so 2021 bin ich erst eingestiegen. Und in diese Diskussion, und vielleicht haben dann einige auch diese Servus TV, wie auch immer, Auftritte gesehen, dass man da irgendwie einfach mal aktiv wurde. Und es ist mir wichtig zu sagen, dass ich nicht irgendwie mit so einer Vocation aktiv geworden bin, ja, sondern ich habe irgendwie, als ich 2020 noch busy war und dann so Anfang 2021 aus dem Fenster guckte und dachte, die machen ja immer noch Corona, ja, da hatte ich eher so eine Intuition, dass man da jetzt mal was sagen muss. Ja, und bin mit einer wirklich großen, sagen wir mal, Naivität in die Debatte gesprungen. Ganz große Naivität, um so eigentlich banale Sätze zu sagen, wie das Ziel aller Maßnahmen ist das Ende aller Maßnahmen oder Grundrechte sind unveräußerlich. Ja, das sind ja dann diese Clips, die man aus irgendwelchen Servus-TV-Dingern dann irgendwie geschnitten und auf Twitter und so. Und auf einmal kriegte ich dann so diesen Tag Stimme der Vernunft, wo ich nur gesagt habe, nee, also das ist ja einfach nur banal, ja, also insofern so. Und insofern ist mir wichtig zu sagen, dass es so eine Wechselwirkung gegeben hat, dass man auf einmal in die Debatte springt, aus ganz banalen, naiven Motiven heraus, um dann zu merken, dass die Debatte eben nicht trivial ist. Also dass man tatsächlich dann ganz viele Erfahrungen macht, dass diese Debatte nicht so läuft wie andere Debatten. Also ich war ja nicht zum ersten Mal bei Anne Will oder sonst wo oder in deutschen Leitmedien. Aber dieser eisige Wind, diese Verformung, und da kann ich gleich viele Beispiele zu geben, die habe ich einfach noch nicht bemerkt. Ja? Und allein die Tatsache, das zu bemerken, weil ich es halt gemacht habe, ja, war wie so eine heiße Herdplatte. Fass doch mal an. Ja? Und dann geht man halt zu Freunden, Bekannten, die das nicht merken, weil sie einfach nicht im Radio sind. Weil sie nicht so einen Anruf bekommen, Frau Gero, ich mag Sie total, Sie müssen morgen unbedingt ins Morgenmagazin kommen, also MoMA. Ne? Also wo dann so ein Redakteur nicht irgendwie sagt, Frau Gero, wir haben eine Sendung und ich lade Sie ein ins Morgenmagazin, sondern der mir als erstes sagt, Frau Gero, ich habe es total eilig, ich bin auf Ihrer Seite, aber Sie müssen morgen sofort ins Morgenmagazin kommen. Ja? Also die normative Setzung, warum man eingeladen wird, kriegt man praktisch noch vor der Vorstellung, wer ist eigentlich dieser Redakteur. Ja? Das ist jetzt nur eine Merkwürdigkeit. So. Was ich sagen will ist, das ging die ganze Zeit 2021 so weiter.
es hat mich immer fassungsloser gemacht, wie das irgendwie so weiterging. Ich hatte eben auch einen Obdachlosen beherbergt von Januar bis Juni, ja, der durch alle Raster gefallen ist, von wegen der Senat Berlin hat für jeden eine Wohnung und so. Der schlief halt bei mir auf dem Sofa, ein alter Bekannter von mir. Und dann, der durch die Maßnahmen... Der hatte ein Tonstudio und das lief alles nicht mehr und hatte dann dummerweise Investitionen getätigt im März 2000, also kurz vor Corona, und auch noch eine Loftwohnung da in Berlin gemietet, um für so 2000 Euro, also ein Loft in Berlin, um so eine Tonstudio-Produktionsgeschichte da zu machen. Das war alles sozusagen abgesäbelt. Und dann hatte der eben nun natürlich Mietschulden aufgetürmt, ja, sodass die Vermieter ihn dann einfach zu Dezember 2020 rausgeschmissen haben. Und ich habe den im November gesehen und habe noch im Scherz gesagt, bevor du unter der Brücke schlägst, kommst du zu mir. Ja? Und am 1. Januar um 17 Uhr stand er bei mir. Stand auf der Matte. Auf der Matte, mhm. Ja. Und das war ja auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, dann komm mal rein. Wie auch immer. Und da, wo ich dann wirklich, ich sag mal, wütend wurde, ja, das war der Moment im August. Einerseits bin ich umgezogen an die Uni Bonn, um diese neue Stelle anzutreten. Andererseits war diese Rufmordkampagne am Start, die wirklich unterirdisch war. Ja, und die Namen kann man ja nennen, das ist ja publik, aber Patrick Barners als Feuilletonchef der FAZ, der also im August, ich weiß nicht, wie viele Tweets abgesetzt hat, immer mit Hashtag Unibonn, diese Professorin muss von der Unibonn entfernt werden, entlassen werden. Bücherverbrennung der Bücher von Ulrike Gero, ungeahndet von Twitter. Ja. Wir wünschen das Ableben von Frau Gero, ungeahndet von Twitter. Ja, also es läuft alles durch auf der Seite. Ja. Und dann bin ich dann am 1. September aus diesen sozialen Medien ausgestiegen, weil ich gedacht habe, nee, das will ich einfach nicht. Ja. Und war 6 Monate sozusagen auch ohne soziale Medien. Es war also diese Rufmordkampagne, es war aber zeitgleich, dieses komplette Hochjatzen dieser Impfgeschichte. Das fing ja so ungefähr ab August, September an mit diesem 2G und dieser völligen Radikalisierung des Diskurses. Ja? Und diese beiden Sachen zeitgleich, also dass diese Impfung auf einmal, dass man daran nicht vorbeikam, dass das Testen, die Testzentren verschwanden, also dieses Hochjatzen der Diskussion, plus meine eigenen Erfahrungen mit dieser Rufmordkampagne, die haben mich wirklich aufgebracht. Ja? Und dann ist schnell erzählt, ich hatte de facto von September bis Dezember keine Zeit, weil ich gerade eine neue Stelle hatte, ja, neue Uni, neue Stadt, Umzug, neue Stadt, so. Und da war Weihnachten und naja, man war halt mal durch mit dem Weihnachtsessen am 24. und am 26. hatte ich nichts zu tun, ja. Zweiter Weihnachtstag. Ach, dann schreibe ich mal ein Buch. Genau, ja, eigentlich so, ja, weil es war ruhig. Mhm. Ich saß da halt in Berlin und ich hatte wirklich dieses Gefühl, ich schreibe das jetzt mal auf, was eigentlich so was mir passiert ist. Es gab, das steht ja auch da im Vorwort, die Idee des Verlages, wenn du was schreibst, dann machen wir was draus. Das war aber eher so eine unverbindliche Geschichte, weil ich auch gesagt habe, du, ich bin total müde, das war jetzt echt mal anstrengend. Mein Jahr, ich weiß nicht, ob ich über Weihnachten Lust habe, was zu schreiben. Und dann kam es aber eigentlich intuitiv, was ja der beste Schreibprozess eigentlich ist. Ja? Und dann habe ich es tatsächlich geschrieben, das ist ja jetzt sozusagen stadtbekannt über Twitter, dass ich nachts aufstehe, um irgendwelche Passagen zu schreiben. Ja. Wie auch immer, jedenfalls habe ich es bis zum 11. Januar, war das Manuskript fertig, in 3 Wochen geschrieben. Und es war dann tatsächlich in dem Moment, hat mich das tatsächlich beruhigt. Ja. Also mich, für mich beruhigt, dann nochmal irgendwie so ein paar Sachen, der Wissenschaftsbegriff, Teil 2, wie absurd das alles ist, Teil 3, was die Risiken sind, Teil 1 einfach diese... das Versagen der Funktionseliten, das einfach mal so runterzuschreiben. Ja? Und dann hatte ich im Januar ein paar Testleser, die das alle total cool fanden, den Text. Und dann eben den anderen Verlag, der sagte, das ist mir zu heiß, das ist mir zu wütender Nadel gestrickt, das können wir nicht machen. Ja? Das war das Argument. Ist ein toller Text, aber der ist zu wütend. Das andere Argument, das ist vielleicht nicht unwichtig, war, wir stehen das auf sozialen Medien nicht durch. Es wird sofort vereinnahmt. Ja? Und da ist ja was dran, weil ich das ja jetzt erlebe, wo das Buch ausgerollt wird und relativ viele Interviews gemacht habe, fast 30 oder so inzwischen schon auf sehr vielen Medienformaten, also sowohl NZZ und Welt, aber auch Nachdenkseiten und so weiter. Und es, man kann schon beobachten, dass sozusagen der Druck auf sozialen Medien, oder sagen wir es nochmal anders, dass der punktuelle Druck von punktuellen Leuten, ja, die man auch namentlich retracen kann, dass der schon hoch ist. Ja. Also es wird immer wieder versucht, mit diesem rechten Argument einen de facto fast zu Fall zu bringen, so kommt mir das vor. Ne? Also man wird so ein bisschen getrieben, Kontaktschuld und so weiter.
Und insofern war das diese Befürchtung des ersten Verlages ja nicht ganz unbedacht. Ja? Aber aus der Sorge heraus, dass sowas passieren kann, ein Buch nicht zu veröffentlichen, schien mir dann halt auch kein triftiges Argument. Insofern war ich froh, dass Sie es dann, Sie haben das ja über einen meiner Freunde bekommen, der das irgendwie auch toll fand. Mhm. Und dann ging es halt, wie ich gesagt habe, von Freitag auf Montag. Ja, so passiert das manchmal. Eine kurze Frage zu Barnas. Was hatte er denn moniert oder hat er nur rumgestänkert? Oder gab es da nicht auch tatsächlich einen inhaltlichen Punkt, der gesagt hat, also das macht die Gero jetzt falsch oder das ist blöd? Oder hat er einfach nur rumgestänkert? Was war denn da? Also in meiner Wahrnehmung hat er nur rumgestänkert. Also auch schon in dieser Kampagne letztes Jahr im August. Das Interessante ist ja, dass wir beide an der Uni Bonn studiert haben. Ja? Wir waren ja beide bei Klaus Hildebrand in der Klasse über das Gleichgewicht der Mächte im europäischen Jahr, im 19. Jahrhundert. Ja? Damals zu Ludwig de Hio. Ich kenne ihn ja, ja. Und ich weiß ja auch, dass er Entenhausen, Donald Duck und so, ne? Ich meine, das ist ja ein großartiger Kopf, der immer mit so einem kleinen Schnipsel Papier, auf dem wahrscheinlich nur Entenhausen stand, irgendwie eine halbe Stunde druckreifen Vortrag über Ludwig de Hio machen konnte. Ja? Und insofern weiß ich gar nicht genau, was da am Start ist. Ich habe jetzt zweimal geschrieben, hey, wollen wir nochmal telefonieren? Wollen wir nochmal öffentlich oder auch privat sprechen oder uns treffen? Das war ja schon im letzten August und jetzt eben nochmal. Ne? Also es gab jetzt sozusagen die zweite Geschichte. Und ich sage es nochmal, ich weiß es im Detail nicht. Ja. Ja. Über den Zustand unserer Zeit und darüber, wie wir leben wollen, ist der Untertitel. Wer schweigt, stimmt zu, der Haupttitel. Mit wir sind tatsächlich wir als Gesellschaft gemeint, als kann man so sagen. Ja. Und Sie handeln in dem Buch drei andere Gruppen ab, der wissenschaftliche Betrieb, Medien und Politik. Was hat sich denn Ihrer Meinung nach jetzt kategoriell geändert, wenn wir über die Wissenschaft reden? Hat sich da was geändert? Müssen wir was korrigieren, wenn wir über Wissenschaft sprechen? Man hätte auch noch den künstlerischen Raum hinzunehmen können. Ne? Also ich fand es auch wirklich sehr bedenklich, wie Pen-Club oder Theater. Unterschied natürlich Kleinkünstler, die sozusagen verloren haben an der Krise und die eher staatlichen Bühnen, die sozusagen gestützt wurden. Aber der Unmut unter Künstlern, ich habe gerade gestern oder vorgestern ganz in Köln groß, noch mit einem Musiker gesprochen, mit einer Opernsängerin, ganz groß. Ja, also das hätte man auch noch da rein tun können. Also die Wissenschaft, ja, ich meine, ich habe das ja einerseits ein bisschen witzig geschrieben, deswegen, also nochmal, ne, ich habe da einfach, es waren so eigentlich meine einzigen ruhigen Tage da in Berlin und dann, ich habe ja diese Sätze genauso reingeschrieben, wie ich sie gemeint habe. Ja, ich habe das früher wirklich gesungen. Ne? Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Marmelade Fett enthält und ja, Eis, gekühlte Coca-Cola. Ja, das war damals so bei den katholischen Gemeinden, ja, und wo ich war. Und mir fiel das halt alles wieder ein, weil sozusagen die Wissenschaft, diese Singularisierung, die Wissenschaft ist immer nur Naturwissenschaft, in diesem Fall Virologie oder Epidemiologie. Die Wissenschaft ist singular, es gibt keinen Diskurs mehr, ja, es gibt auch nicht mehr Popper, Falsifikation und so weiter. Das war alles abgeräumt, sondern wir hatten jetzt die Wissenschaft, hat die Wahrheit und muss der Politik das sagen. Und das muss dann auch noch gemacht werden. Ja. Und das hatte für mich einen wirklich absurden Charakter, weil wer ist schon die Wissenschaft? Aber selbst wenn die Wissenschaft irgendwas weiß, ja, dann muss die Politik das noch lange nicht machen, weil ich in dem Essay, den ich vor diesem Essay geschrieben habe, mal formuliert habe, politisch ist das trotzdem. Ja? Also politisch ist eine Entscheidung zu treffen und sie zu in die Gesellschaft hinein zu verteidigen. Ja, trotzdem, wir wollen das trotzdem. Also zum Beispiel, wir wollen trotzdem einen Mindestlohn. Ja? Da kommen ja auch immer alle Wirtschaftswissenschaftler und sagen, oh, das rechnet sich nicht und es geht alles gar nicht und so weiter. Aber wir wollen das trotzdem, ja? Weil wir sind die Republik und wir entscheiden, was wir wollen. Ja? Und insofern fand ich das, also insofern hat für mich die Wissenschaft großen Schaden genommen. Ja? Also auch mit dieser Reduzierung, dass wir dann auch noch innerhalb der Virologie oder innerhalb der
Medizin bestimmte Stimmen nicht haben zu Wort kommen lassen. Ja, also dass der Diskursraum sich irgendwo zwischen Drosten und Streeck eingependelt hat und dass andere noch kritischere Stimmen, ja, die kennen Sie alle, Bakhti, Wodak, Luc Montagnier, Hadic und so weiter, dass die in keiner Talkshow vorgekommen sind und sozusagen abwandern mussten, ja, zu den alternativen Medien. Da kann man ja nur fast sagen, wie gut, dass wir das Internet schon hatten und jeder sein eigenes YouTube-Fernsehen einrichten konnte. Ja? Wenn uns das irgendwie in den 70er Jahren oder 80er Jahren passiert wäre, das wäre nochmal ein anderer Schnack gewesen. Ja? Also jetzt hatten wir ja wenigstens alle Zugang zu einem Sender. Das ist ja wirklich interessant. Ja? Alle konnten senden und empfangen. Wir waren nicht mehr abhängig, nur noch zu empfangen, was gesendet wird. Das ist ja, normalerweise müssen Sie ja immer, wenn Sie irgendwie einen politischen Wechsel machen, den Regierungssitz und das Funkhaus erobern, um. Ja, das ist letztes Mal Jelzin 91, ja, erstes Regierungssitz, dann das Funkhaus, ja, damit man von Moskau noch nach Katharinenburg ja. Und da, ich finde es interessant, also ich meine es wirklich interessant, dass sozusagen das Internet am Start war, deswegen habe ich in einem anderen so Video das auch nach vorne argumentiert, dass natürlich, es hat was gedauert, es wurde unterbunden, unterdrückt, Querdenker, wir haben natürlich auch, das kennen Sie alles, ja, dieses Shadowbanning und so, also wir hatten natürlich auch im Internet sublimierte oder also sichtbare oder unsichtbare Mechanismen, um bestimmte Informationen nicht so zu platzieren, ja, also die Löschen nach Zensur war das eine, aber sublimierter ist ja noch dieses Shadowbanning, ja, dass man irgendwie, keine Ahnung was, man schreibt Ulrike Gero mit K und wer was sagt, stimmt zu, ja, und dann kriegt man ein anderes Buch über den Algorithmus, ja, also das sind ja ganz sublimierte Mechanismen, die alle am Start waren, ich habe mich jetzt da wirklich ziemlich mit beschäftigt, ja, unterirdisch eigentlich, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es gab eben schon so eine Suchbewegung von kritischen Geistern und die haben sich eben jetzt im Internet auch gefunden und insofern konnte eine Gegenöffentlichkeit, zumindest auch in den letzten Wochen und Monaten, konnte organisiert werden. Das empfinde ich eigentlich auch als das, wie wenn man so ein Omelett in der Pfanne wendet, ne? So den Moment, wo man sagt, so. Jetzt ja, ist es mal anders. Ja? Was glauben Sie denn, woran das liegt? Sie erwähnten gerade einige Wissenschaftler, die in keiner Weise an der öffentlichen Diskussion teilnehmen konnten, nicht eingeladen wurden. Das war so, weitgehend. Aber das schien mir nicht zu reichen. Man musste diese Menschen auch noch richtig gehend diskreditieren. Was ist denn da, woher kommt diese Aufladung oder dieses Bedürfnis der Diskussion, der vermeintlich öffentlichen Diskussion, nicht zuzutrauen, dass sie das aushält, dass man da tatsächlich in einen kritischen Austausch kommt, sondern es musste vorher feststehen, was gesagt wird. Was ist da passiert? Bakhti und Antisemitismus und so, ne? Also diese ganzen Vorwürfe. Aber ich würde gerne nochmal bei einem... Na gut, aber auch Herr Becker von der ARD, als es eine große Demonstration in Berlin gab, ich glaube jetzt im Sommer vor 2 Jahren, genau, sprach von Schwurblern, Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern. Kann so sein, aber frage ich mich, kann ein Verschwörungstheoretiker nicht dafür sein, dass das Grundgesetz nicht verwässert wird? Da muss ich, also. Ich sage trotzdem noch mal vorher einen Satz zur Wissenschaft, weil ich glaube, sie ist wirklich die große Verliererin dieser Krise. Und eigentlich hat die Krise das nur sichtbar gemacht. Ja, das wäre auch noch mal wichtig zu sagen. Also ich bin wirklich gerne bereit zu sagen, dass ich kumulativ habilitiert wurde, dass ich nicht eine klassische akademische Karriere gemacht habe, dass ich nicht 20 Jahre lang bei der DFG war und nur bei der DFG war, sondern dass ich woanders war, Applied Science, Think Tanks, ein bisschen was von der Welt gesehen habe und denke, dass ich einen großen Schatz von Erfahrungswissen oder auch das Arbeiten und Leben in verschiedenen Ländern verbinde mit einem akademischen Milieu, das ich nie verlassen habe. Ja? Ich bin aber tatsächlich zur Professorin berufen worden 2016 an der Donau-Uni und bin sozusagen nach 20 Jahren wieder zurückgekommen an die Universität. Nachdem ich vorher immer so Frankfurt an der Oder, ich hatte immer irgendwie so Klassen gegeben. Ja? Aber so die Professur kam 2016, da war ich 52. Und es hat mich fast selber überrascht, wie sehr sich die Uni, an der ich dann war, als Professorin, entfernt hatte von dem, was ich kannte aus den 80er Jahren. Ja? Die Münze, in der gemessen wird, ist Drittmittel und Evaluierung und so weiter.
wenn Sie Ihre PhDs finanzieren wollen, brauchen Sie Calls. Das heißt, Sie sind in einem permanenten, also sowas muss man ja nicht machen, Bücher schreiben, ja, sondern Sie müssen natürlich immer auf Calls und so weiter antworten. Sie müssen Gelder generieren. Sie müssen größere, was auch immer, DFG, Volkswagen-Projekte und so weiter generieren. Sie sind in einem permanenten Stress. Da ist die Uni Bonn noch ziemlich außen vor. Ja, also die Uni Bonn wehrt sich dagegen oder wie auch immer, hat noch so einen residualen Fakultätsgeist, ja, aber andere Universitäten sind da wahnsinnig drin. Insofern ist die Konkurrenz wahnsinnig groß. Insofern ist diese Zeit, gibt es ja diese großen Debatten, ich bin Hanna, ne? Wer hat überhaupt einen Zeitvertrag, wer ist über ein Jahr hinaus beschäftigt. Diesen Leuten, die dann irgendwie auch so Ende 30, Anfang 40 darum ringen, irgendwie in den akademischen Betrieb zu kommen, auch noch abzuverlangen, dass sie kritisch sind, woher denn? Ja, also wenn die nicht wissen, ob der nächste Forschungsantrag weitergeht, das ist schon mal das eine. Das zweite ist eine, würde ich auch mal sagen, große Verengung von akademischen Debatten. Ja, also wenn Sie sagen, das ist ja diese T-Debatte, jeder forscht und forscht und forscht, ungefähr hier, ja, findet da ein paar Daten. Dann gibt es das Peer-Review-Verfahren und dann, das wissen wir übrigens aus Metastudien, ja, dass diese sogenannten Peer-Review-Journals, die auch inflationär wachsen, 60% davon werden entweder nicht gelesen oder von weniger als 5 Leuten gelesen. Ja? Das heißt, wir produzieren eigentlich 2/3 von akademischem Output de facto für die Halde. Ja? Und das ist natürlich alles, ich will jetzt auch nicht sagen eine Beschäftigungstherapie, ne? Aber es sind auch wichtige akademische Diskurse, das möchte ich auch nochmal sagen. Es ist schon wichtig, diese Tiefenbohrung zu machen. Ja, wir brauchen diese Leute, die das tun. Ja? Unbedingt, ich will es nicht kleinreden. Aber die Kontextualisierung oder sozusagen noch die Verknüpfung mit einem Zeitgeschehen oder der Anspruch, dass Gesellschaftswissenschaft etwas damit zu tun hat, Adorno, ja, dass man vielleicht in eine Gesellschaft hineinfunkt und eine Resonanz hat, die ist nicht mehr gegeben. Ja? Und oder sehr wenig gegeben. Ja? Also es ist ja auch interessant, dass ich Wäschekörbe voller Zuschriften bekomme für dieses Buch. Aber wenn ich das so sagen darf, noch keiner meiner Kollegen hat sich bei mir gemeldet. Ja? Also da ist ja irgendwie eine Scheu inzwischen. Ja? Dass sozusagen, überhaupt ist ja der Begriff Geisteswissenschaften abgeräumt. Ja? Bestenfalls Sozialwissenschaften, eigentlich schon Humanities. Das heißt auch da die Verengung auf im Grunde Methoden im Sinne MINT, Medicine, Engineer, Technology, da wo man halt das Geld mit verdienen kann, das beschreibe ich ja auch. Aber eben auch, dass sozusagen ohne Datensatz ist es keine Wissenschaft. Ja? Ich mache es mal ganz plastisch. Ich habe jetzt neben der Professur in Bonn, soll ich das Centre Ernst-Robert Curtius aufbauen. Ernst-Robert Curtius war ein großer Romanist in den 1920, 30er Jahren. Der hat bei DVA 1929 ein legendäres Frankreich-Buch geschrieben. Das war eine Auftragsarbeit, ja. Natürlich auch im Sinne von, was auch immer, ist der Krieg schon am Horizont. Jedenfalls muss man dem deutschen Volk, Anführungsstriche, Frankreich erklären. Ja? Und der fängt also an bei den Minieren und sozusagen Obelix, ja, um irgendwie in der dritten Republik zu landen. Das ganze Buch ist ohne Fußnoten, ohne eine einzige Statistik, ohne eine einzige Zahl und großartig zu lesen. Man kann sich geradezu vorstellen, wie Lieschen Müller der Weimarer Republik wahrscheinlich noch, keine Ahnung, mit der Stricknadel 1929 so ein Buch liest, um den Nachbarn zu verstehen. Ja? Eine wirklich große intellektuelle Verdichtungsleistung. Ja? Und eigentlich bin ich stolz, dass ich jetzt dieses Zentrum, also es gibt eine Co-Direktorin, dass ich dieses Zentrum in so einer Tradition auch nochmal aufbauen und gestalten darf. Aber um diesen Bogen zu spannen, ist der heutige Wissenschaftsbetrieb damit zumindest strukturell nicht mehr vergleichbar. Ja? Nicht schlechter, nicht besser, jedenfalls deutlich anders. Und darüber nochmal zu diskutieren, was eigentlich über diesen Bologna-Prozess, der war ja sozusagen für mich, für viele andere, da gibt es das großartige Buch von dem hier Liesmüller, dem österreichischen Philosophen, Liesmann heißt der, Paul Konrad Liesmann, der hat ja dieses sozusagen Bologna-Buch geschrieben. Österreicher. Österreicher, die Verflachung der Universitäten seit Bologna. Da ist einfach was dran, ja. Und wenn man dann überproportional mitbekommt, sozusagen, wie dieser Betrieb läuft, glaube ich, müssen wir darüber nachdenken, was Wissenschaft heißt, wenn wir jetzt eine Krise mit dem Wissenschaftsbegriff geführt haben, die uns ja doch gesellschaftlich
zutiefst irritiert. Ja? Es passt ja auch nicht zusammen, wenn Sie sagen, die Wissenschaft hat so eine Hyperbedeutung bekommen in den letzten 2 Jahren, aber eigentlich leidet sie seit mehreren Jahren aufgrund bestimmter politischer Weichenstellungen oder struktureller Probleme. Genau. Ja. Also ich glaube, es leiden ja auch alle im Wissenschaftsbetrieb. Also es ist ja nicht so, es ist einfach chronisch unterfinanziert, außer sie sind Excellency-Cluster. Der Mittelbau ist praktisch, also wenn Sie wüssten, ja, was sozusagen irgendwie so ein Mitarbeiter, der in so ein PhD-Programm, was die verdienen, ja, also da ist, glaube ich, wirklich, also ich will auch gar nicht diese Statusgeschichten machen, ja, ich bin schon der, also alle sollen gut verdienen, ja, aber dieser Nimbus, also dass Wissenschaft sozusagen, also die Statusgeschichte ist abgeräumt, ja, also das, und das ist wichtig für das Selbstverständnis, ja, und insofern erlebe ich da gerade einfach nur ein großes Spannungsverhältnis, sozusagen, wie man Wissenschaft, Denken, Weisheit, den Raum für Diskussion auch wieder an die Universitäten bringen könnte, ohne dass an den Universitäten dieser Zwang zu Drittmitteln, zu Evaluierung, zu Methoden, Zahlen, ja, ohne meinen Altkurs sage ich nichts, hast du keinen Datensatz, darfst du schon mal gar nichts sagen, ja, also diese auch Vermathematisierung der Sozialwissenschaften, da gibt es jetzt auch das Buch von dem, genau, Stefan Mau, ne? Wie heißt das, nicht die Vermessung, das metrische Wir, ja, und ich hätte ein Bedürfnis, das zurückzuholen, ja, weil wir sind einfach nicht metrisch und diese Krise hat uns das gezeigt, dass wir offen, also es war mein Empfinden, dass so eine gewisse anthropologische Grundierung oder so eine gewisse Menschlichkeit oder, wie ich oft sage, das Dritte, ja, das Unsichtbare, das, diese ganzen Sachen, die doch das Menschliche ausmachen, deswegen zitiere ich ja auch, Goethe war ja auch ein Schwurbler, ne, hat sich sein Horoskop gegeben, so, und das hat uns ja doch, glaube ich, bei diesen schematischen Krisenmanagement oder auch bei diesen Simulationen. Also das hat mich zum Beispiel auch wahnsinnig gestört, dass wir hier eine Gesellschaft simuliert haben anhand von mathematischen Modellen. Da habe ich auch mal davor gesessen und gesagt, das meint ihr jetzt nicht ernst, ja? Haben Sie den Eindruck, dass diese Reflexionen über den Wissenschaftsbereich geführt werden? Ist da was, oder auch interuniversitär oder wird darüber gesprochen? Also jetzt führen wir es hier und ich habe das jetzt in diese Kamera gesagt und vielleicht wird das ja irgendwie aufgezeichnet und nochmal ein bisschen geteilt. Und dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt, ja? Also ich würde mir das wünschen. Ja? Ja. Und ich glaube, es gibt, und damit sage ich überhaupt nicht, dass da irgendwie alles schlecht ist. Ja? Nicht, es ist halt nur anders. Und ich würde mir diese Debatte wünschen, auch über Bologna, ne? Was wir da gemacht haben mit diesen Strukturen. Und ich sehe das ja auch bei den Studierenden. Die sind ja heute in der doppelten sozusagen Sorge, dass sie keinen Job mehr bekommen. Das ist ja sowieso schon ganz schlimm. Ja? Und weil die diese Sorge haben, sind sie sowieso nicht kritisch. Das war natürlich der Vorhat, Merkur und Bendit, ne? Mal, den kenne ich ja gut, der hat mir das mal gesagt, Ulrike, das kannst du nicht vergleichen, ja? Also wir konnten ja machen, was wir wollen, wir wussten, dass wir eh einen Job bekommen, ja? Ganz egal, ob als Psychoanalytiker, Arzt oder was auch immer, Journalist, ja? Kann man nicht vergleichen. Oder so. Und das wäre aber, also das ist der eine Punkt. Und der andere ist aber dieses Form follows Function, ja? Also Bauhaus war ja Form follows Function, ja? Erst der Inhalt, dann die Form, ja? Und da ist ja was dran, wenn man sagt, du pass mal auf, dein Essay ist ganz toll, aber auf Seite 112, die Form, der Begriff, der hat mich gestört. Ja? Aber heute ist es umgekehrt. Heute ist Function follows Form. Heute ist Ulrike auf Seite 112, da hast du was geschrieben, du bist faschistoid. Und den Rest des Essays muss ich deswegen gar nicht wahrnehmen. Ja? Und diese völlige Umkehrung, wenn die Form stimmt, ist der Inhalt egal. Auch PowerPoint. Ja? Hauptsache die PowerPoint ist schön, Hauptsache die PowerPoint ist gegendert, Hauptsache was auch immer, dann ist alles gut. Verpackung zählt mehr als Inhalt. Ja? Und es ist die Umkehrung des Bauhauses. In Berlin war vor ein paar Jahren mal eine Ausstellung, die hieß Prototyping the Bauhaus for the 21st Century. Ja? Und ich würde das gerne nochmal hinkriegen. Ja? Prototyping the Bauhaus, was hieße das denn? Dass wir uns vielleicht es wäre für die Wissenschaft auch wichtig, ja? Geht es nur um Methode, um Form und habe ich einen Datensatz, sondern was ist denn sozusagen die Aussage, was ist die Frage, die in diesem Artikel steht? Muss ich nur eine Compliance-Arbeit schreiben, dass ich in einem Diskurs, verstehen Sie, was ich meine? Ja. Ja?
übertragen auf Medien, würde das vielleicht bedeuten, dass zu viel Haltungsjournalismus, dass den Journalismus verstanden eben als Abwägen von Alternativen, als Suchen nach Lösungen, als Konfrontation mit Ungereimtheiten, das ist nicht so wichtig, wie die richtige Haltung zu haben. Kann man das so übertragen? Naja, Haltung... Der ganze Medienkomplex spielt ja auch eine große Rolle in dem Buch, eine sehr große. Ich würde eher noch als Haltung, würde ich Moral sagen. Ja, also es war ja hochgradig moralisiert, ja. Solidarität, wenn du nicht, dann bist du unsolidarisch und so weiter. Und die Tatsache, dass sozusagen Moral das Argument toppen konnte, das hat mich einfach so gestört, ja. Und dass man erst sozusagen die moralische Schließung hinkriegen musste, wir machen das jetzt, wir setzen die Maske auf, wir lassen uns impfen und so weiter. Und wenn du das nicht tust, dann bist du draußen. Ich habe ja oft gesagt, das ist ja Ferdinand Pönnis pur. Ja? Also wir sind ja von der offenen Gesellschaft in die geschlossene Gemeinschaft gegangen. Und zwar genau nach diesem Argument. Ja? Nämlich nach dem Argument zu sagen, die offene Gesellschaft erträgt auch das schwarze Schaf. Man kann ja in schlechter Gesellschaft sein. Ne? Hey, Björn Höcke, ich mag dich nicht, ne? Aber du hast halt trotzdem dazu zur Republik, ja? Aber man kann natürlich nicht in schlechter Gemeinschaft sein, ja? Weil die Gemeinschaft sortiert die schwarzen Schafe schon vorher aus. Und die moralische Schließung, die halt um ein bestimmtes Argument gemacht wurde, um eine bestimmte Deutungshoheit herum gemacht wurde, die fand ich halt sehr irritierend. Und deswegen habe ich in vielen Interviews schon gesagt, wir sind hier am Übergang von offener Gesellschaft zur geschlossenen Gemeinschaft. Und das heißt, man muss erst sozusagen das Bekenntnis auf den Tisch legen, ja, bevor man irgendwas durchleuchten darf. Ja? Das heißt, die moralische Haltung war wichtiger als das Argument. Und wer das Argument bringen wollte, ohne vorher, sagen wir mal, den moralischen Kotau zu machen, der war schon draußen. Ja? Und was macht das mit einer Gesellschaft? Ich muss dazu noch einen Satz sagen. Ja? Also mir wurde ja oft vorgeworfen, ich habe ja auch Morddrohungen bekommen, dass ich eine menschenverachtende Zynikerin sei. Ja? Und das bin ich natürlich nicht. Aber was wichtig, glaube ich, ist, dass unterstellt wird, dass wenn man über Strukturprinzipien einer Gesellschaft nachdenken möchte, man das Leid nicht sieht. Ja? Und ich habe das Leid ja gesehen. Also ich habe schon auch Corona-Leute gehabt und gesehen, dass gestorben wird und so weiter. Natürlich habe ich das gesehen. Ja? Genauso wie ich jetzt in Mariupol oder sonst wo sterben, Kiew, diese Tragik. Ja? Aber deswegen nenne ich das ja Bann der Gegenwart. Die Frage ist ja, ob die Tragik mein Denken lenkt. Ja? Oder ob ich Herrschaftsstrukturen oder was auch immer durchleuchten möchte. Und ich habe immer daran denken müssen, an diesen wahnsinnig großartigen Roman von Eva Maria Remarque, ja? Im Westen nichts Neues, ja? Die ganze Schilderung von diesen, wie nennt man das, Gräben da, und dann der General am Ende, im Westen nichts Neues. Ja? Und die Frage ist ja tatsächlich, ob man sozusagen den Blick heben kann auf etwas anderes als den unmittelbaren Impuls. Ja? Und das war ja eigentlich mein Anliegen, dass ich, also dass Leute sterben, das ist ja nicht die Frage. Und dass mich das nicht tragisch macht, ist auch nicht die Frage. Ja? Sozusagen beim Krieg gegen den Virus, genauso wie beim Krieg in und um die Ukraine. Aber mein Denken davon sozusagen einkapseln zu lassen in der moralischen Pflicht, weil da gestorben wird, muss jetzt das und das ist alternativlos. Dagegen wehre ich mich, ja? Weil es wird gestorben, wie im Westen nichts Neues. Aber was steckt denn dahinter? Wer hat eine Strategie? Cui bono? Wer verdient? Wer verliert? Und so weiter. Ist ja im Prinzip die Abstraktionsebene, die jeder haben muss, der sich einer kritischen Gesellschaftskritik damit befassen möchte. Ja. Versuchen Sie es doch bitte nochmal zu der Frage eine Antwort zu geben, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn, egal um welches politische Thema es geht, erst quasi ein Bekenntnis abgelegt werden muss und dann wird man als Diskurs geeignet, eingestuft und darf man mitreden, ohne dieses Bekenntnis aber nicht. Das ist ja schon ein bisschen passiert. Ja, ja. Ja, ja. Was macht das aber jetzt mit einer Gesellschaft, wenn das so oktroyiert wurde? Naja, es hat natürlich einen riesengroßen Konformitätsdruck erzeugt. Ja? Das werden Sie wahrscheinlich alle irgendwie erfahren haben. Also ich habe es erfahren, ich habe es in meiner eigenen Familie erfahren, ja? Dass auf einmal so der Mittagstisch nicht mehr möglich war, dass man über Corona redet.
Ich habe es in meinem Freundeskreis erfahren. Also ich war ja vorher, wenn man so sagen möchte, leitmedial unterwegs. Ja, ich habe ja haufenweise Freunde beim Spiegel, bei der Taz, bei der Zeit. Ich kenne ja alle. Ja? Also ich war ja jahrelang Direktorin des European Council on Foreign Relations. Also es gibt praktisch keinen in Berlin, den ich nicht kenne, so ungefähr. Ja? Und umgekehrt auch. Ja? Aber dass man dann auf einmal aus so einer Diskurskoalition ausschert und was macht das mit einer Gesellschaft? Ich habe das eben schon erfahren. Ausscheren ist ja schwierig. Ja? Also das macht ja auch niemand gerne, weil jeder will ja irgendwie geliebt werden und so. Ne? Das sind ja psychologische Mechanismen. Und ich glaube, dass diese Bewegung, dass man eben dann nicht mehr ausschert oder dieser Konformitätsdruck, also mir hat das... Also mir war das irgendwie, ich weiß nicht, Ihnen auch, ja, aber die ganze Zeit irgendwie klar, dass man auf einmal irgendwie sagte, ey, sag mal, können wir mal darüber reden? Nein, also bei mir im Büro, bei mir in der Schule, ich finde es ja toll, was du machst, ja, aber also bei mir geht das nicht, ja. Dann habe ich gesagt, ich brauche kein Kompliment dafür, ja. Ich habe im besten Fall, habe ich meinen Ruf ruiniert, ja, schon vorher, aber mit diesem Essay erstmal recht, ja. Und das braucht kein Mensch, abgesehen davon ist das, wenn ich das mal sagen darf, teilweise eine irre Anstrengung gewesen, ja. Es ist irre anstrengend, Shitstorm auszuhalten oder was auch immer, ja. Und ich würde auch gerne auch nochmal laut sagen, dass das auch keine kognitive Entscheidung ist. Ja? Also ich habe nie zu keinem Zeitpunkt irgendwie gesagt, ich will die Stimme der Vernunft werden oder ich muss das jetzt machen oder ich habe eine Agenda. Das war eher so eine Intuition und eben sozusagen das Verwirren oder diese Irritation, dass ich das Gefühl hatte, dass Leute, die gestern noch bei mir waren, ja, in so einer Art gesellschaftlichem Konsens, auf einmal da alle bei Corona so mit waren und so, ja. Also das macht es mit einer Gesellschaft, nämlich eine große Konformität, aus der sich offensichtlich niemand lösen konnte, wollte und so weiter, ja. Erwähnten Sie es gerade, Sie sind interviewt worden, Welt, NZZ, alle möglichen. Worauf kaprizieren die Medien, sich um ein bisschen über den Medienkomplex zu reden? Versuchen die, die Schwachstelle jetzt bei Ulrike Gero zu finden? Wollen die sie grillen? Was haben Sie da erfahren in diesen Interviewsituationen? Ja, also die Medien, ne? Was ist das jetzt? Ja, ist das klar, jetzt sozusagen klar, Rubicon klar, oder die FAZ? Oder klar, das ist klar. Ja inzwischen aufgefallen. Versuchen Sie es genau. Mal. Was ich nicht erst mit diesem Essay schon viel vorher festgestellt habe, ist, das beschreibe ich ja, eine absolute sozusagen polarisierte Öffentlichkeit und eigentlich eine getrennte mediale Welt, ja? Wer wie ich, und da gibt es ja noch andere sozusagen von Anfang an so einen Skeptizismus hatte, Corona, was ist das jetzt, Bergamo und so weiter, der also sozusagen nicht überzeugt war, in diesen Zug einzusteigen, ja, der hat sich ja andere Quellen gesucht und die gab es ja auch, ja, die gab es ja von Anfang an, kritische Stimmen, die waren halt nur sehr schwer zu finden, unterdrückt und so weiter, also es war ja, glaube ich, 2020 noch, also es war relativ massiv so, ich würde mal sagen, bis ins Frühjahr 2021 hinein, ne? Also die Ersten, die gesprochen haben, das ist ja so, wie heißt es, der erste Überbringer der schlechten Nachrichten wird geköpft, ja, wo ist so eine griechische Geschichte, ob das jetzt Wodak ist oder wie auch immer, oder Hockerts, die sind ja wirklich alle abgeräumt worden. Ja. Nochmal zurück zu Ihrer Frage, der mediale Raum. Die Interviews, auf was Sie sich genau kapriziert haben, jetzt so, speziell bei und, Ihnen. Also erstmal sind wir ja jetzt in einer Diskursschmelze. Ja? Wir können ja jetzt so ungefähr seit Dezember, mache ich das fest, tatsächlich kommt da ja irgendwie was in die Gänge und Argumente werden ausgetauscht und es wird alles wieder fluider. Also diese große Polarisierung einer Öffentlichkeit und einer Gegenöffentlichkeit, die schmelzen gerade so ein bisschen zusammen. Ne? Also wir haben jetzt auch bei den Leitmedien sehr kritische Berichterstattung und so weiter. So, das ist schon mal gut. Die Tatsache, dass das so ist, glaube ich, und das finde ich eigentlich das Positive an der ganzen Krise, ist tatsächlich einer unglaublich aktiven und resilienten, vor allen Dingen in Deutschland, Zivilgesellschaft zuzuschreiben. Ja, es gibt einfach wahnsinnig viele Ärzte, Juristen, wie auch immer, die trotz der ganzen Schwierigkeiten weitergemacht haben, die sich nicht haben beirren lassen, die ihre Gruppen hatten, ihre Studien geschrieben haben. Und das ist eigentlich, ist das wirklich für mich das Schöne an der Krise. Ja? Da wächst gerade wie im Underground so eine Zivilgesellschaft zusammen, die einfach sich jetzt auch schließt. Das merke ich immer mehr, dass diese ganzen Gruppen jetzt so zusammenkommen und auf einmal geht da was, ne? So ein Momentum. In Österreich übrigens auch, da scheint es ähnlich zu sein. So.
die einen Medien reagieren wahnsinnig positiv auf dieses Buch, so im Überschwang. Und die anderen, das hatte ich eben schon angedeutet, habe ich schon auch sozusagen jetzt erfahren, Form Follows Function, wollen über zwei, drei Begriffe, von denen ich gerne konzidiere, dass sie übergriffig sind oder falsch interpretiert werden können, ja, das Buch sozusagen zu Fall bringen. Ja? Also diese Anwurf, dass ich protofaschistischen Sound in diesem Buch geschrieben habe, ist ein klassisches Beispiel. Also nehmen wir mal den Begriff Aufräumen. Ja? Da steht ja drin, wir räumen jeder in seinem Land auf. Ja? Für mich ist Aufräumen einfach Putzen und Staubsauger. Ja? Das ist als Frau nun mal so. Ja? Zumal als alleinerziehende Frau. Ja? Oder? So, aber dass Aufräumen jetzt eine mafiose Sprache ist und dass das eigentlich Umbringen heißt, da muss man schon mal Mann sein, um drauf zu kommen. So, ja. Jetzt wird mir also vorgeworfen, dass ich bewusst eine mafiose Sprache verwende, weil ich Aufräumen verwende und eigentlich insinuiere, dass man Leute umbringen muss, während ich an Aufräumen denke, also Putzlappen und Staubsauger. Ja? Und das ist tatsächlich jetzt auch, ich habe ja am Samstag war es, glaube ich, das Interview in der Welt gehabt, also das ist wirklich ganz groß hochgejudged worden. Und dann frage ich mich wirklich manchmal nur noch, ob ich das ernst nehmen muss, ja? Das Interessante ist ja, man muss es ernst nehmen, weil Twitter ist ja in der Tat und eigentlich leider ein wirklich einflussreicher Raum. Das heißt, sich dem nicht zu stellen geht auch nicht, ja? Also man muss dann schon irgendwie was machen. Um es kurz zu machen, wir haben oder hatten zumindest wirklich ganz verschiedene Perzeptionen, Rezeptionen und mediale Räume. Und ich habe es über die ganze Krise erfahren, dass wenn man zum Beispiel alles dicht machen, im Deutschlandfunk kommentiert und positiv kommentiert, wie ich es gesagt habe. Ja, ich erinnere mich noch, wie die Redakteurin mir sagte, aber das war doch schlechte Kunst. Ja? Und ich gesagt habe, aber schlechte Kunst ist auch frei. Selbst wenn Sie, ich denke, es war gute Kunst, aber selbst wenn Sie denken, es war schlechte Kunst, dann ist die auch frei. Ja? Und dann Samstagmorgen das Handy anmacht, dann sieht man mein Interview auf Twitter Shitstorm. Und 60 E-Mails, oh, danke und so weiter. Ja? Jetzt ist die einzige Frage, wohin gucke ich denn jetzt? Auf die Leute, die mir eine E-Mail schreiben oder auf die, die auf Twitter da irgendwas raushauen? Ja? Und diese Spaltung, da müssen wir raus. Wir müssen da raus. Ja? Frau Gero, noch mal eine Frage zu dem Komplex oder zu der Beziehung Medien-Politik. Es hat zwischendurch immer mal geheißen, die Medien treibt die Politik vor sich her. Das war eine Interpretation, also dass möglicherweise politische Entscheidungen etwas moderater ausfallen würden, aber die Medien so einen Lärm machen und dass deswegen sich die Politik getrieben fühlt. Würden Sie sich dieser Interpretation zu eigen machen? Ja, also würde ich auch sagen, ja, zumindest oder in der Tendenz würde ich das auch, also leider, muss ich leider sagen, ja, auch der Deutschlandfunk, ja, also diese Morgenschiene da, die ich eigentlich immer höre, diese sozusagen fast penetrante Art und Weise der Interviewer, härtere Maßnahmen, haben wir genug getan, ja, härtere Maßnahmen, ja. Das heißt, es ging eigentlich selten in diesen Interviews um wirklich Argumente, ja, sondern es ging tatsächlich nur, haben wir genug getan, also es ging um eigentlich Bedürfnisbefriedigung einer hypnotisierten Gesellschaft, ja, um es mal so zu formulieren. Und es musste immer diese Hypnotisierung befriedigt werden, härtere Maßnahmen haben wir genug getan und so weiter. Vergleiche waren praktisch nicht möglich, Verhältnismäßigkeit war nicht möglich, also Verhältnismäßigkeit war schon sozusagen entweder Leugnung, ja, oder Verharmlosung. Ja, also Verhältnismäßigkeit war mindestens Verharmlosung, wenn nicht Verleugnung. Und da glaube ich tatsächlich, dass der leitmediale Raum zumindest zu Beginn tatsächlich ja, nicht gut funktioniert hat. Ja, also ich erinnere mich auch, ich weiß nicht, wann Sie Deutschlandfunk, ja, aber dass wir da 3 Monate Sondersendungsprogramm hatten. Ne? Also es ging ja im März los, dass Sie das Programm umgestellt haben, da war praktisch noch keiner gestorben. Mhm. Ja? Und da wurde das Programm umgestellt und die ganze Rundfunkkonzept, das fand ich wirklich höchst merkwürdig, ja? Dass wir für eine Bedrohung, die de facto noch nicht sichtbar war, wir hatten Heinsberg, ja, wir hatten, und da wird das Programm umgestellt, ja, für Wochen. Und da glaube ich, muss man schon auch noch mal nachgucken, wie dieser Impuls der Angst, ja, so geimpft, also geimpft werden konnte, dass man da praktisch nicht mehr rauskam. Ja? Und dass das so was Selbstverständigendes, also zum Beispiel auch diese Bilder aus Bergamo, ja? Die ja inzwischen längst dekonstruiert sind, das hätte man, glaube ich, auch schon im April 2020 mal so aufschreiben können. Ja? Und nicht immer, also mit Bildern kann man wirklich sehr viel machen. Ja?
Bleiben wir mal bei Bergamo in diesen ersten Wochen. Ja, es ging ja auch darum, dass wir auf einmal in jeder Fernsehsendung die Visualisierung dieses Virus hatten. Ja, mit diesen rosa Noppen, irgendwie Magenta, rosa von der Telekom oder so. Ja. Also als wenn, ja. Und das fand ich wirklich, also das hätte man nicht machen müssen. Ja, dass jede Anne-Will-Sendung mit diesem Virus da im Hintergrund irgendwie operiert. Also auch diese stachelige Angstmache, das war ja fast, ne? Und abgesehen davon, ich muss wirklich sagen, also die unterirdischsten Talkshow-Milieus, ja, also dass dann Altmaier, der unser Minister ist, sich ernsthaft darüber verständigen muss, ob wir noch genug medizinisches Vlies in dieser Republik produzieren und was für, also das waren ja sozusagen an Kleinteiligkeiten nicht mehr zu unterbieten, was sich da geleistet wurde, und es ging über Wochen und Wochen und Wochen, ja, und keiner hat irgendwie mal gesagt, was passiert denn da eigentlich? Ja, wie viele Tote sind, wo guckt ihr auf die Straße, wo sind die Leichenberge und so weiter. Das hat einfach nicht stattgefunden. Und da würde ich schon sagen, dass gerade in der Anfangsphase, bevor es sich dann verstetigt hat, aus ganz vielen Gründen, die ich ja versuche zu bezeichnen, also da gab es tatsächlich ein kolossales Medienversagen. Ne? War aber auch Initialzündung für das Nordisch-Wurm. Ja, Moment. Genau. Es gibt x Zusammenschnitte, die man finden kann auf YouTube oder sonst wo. Zum Beispiel von unserem Bundeskanzler, der über den Zeitraum, sage ich jetzt mal, letztes Jahr Juli, August bis Dezember davon spricht, dass er prinzipiell gegen die Impfpflicht ist, die auf keinen Fall kommen wird. Und dann gibt es die letzte Sequenz aus dem Januar, wo er sagt, ich war schon immer für die Impfpflicht. Ja, es gibt x solcher Zusammenschnitte von allen möglichen Köpfen. Es können Journalisten sein, es können Politiker sein. Das ist den Leuten bewusst, welchen Schaden sie eigentlich anrichten, wenn sie von heute auf morgen ihre Meinung so wechseln und es nicht begründen, sondern sogar noch sagen, nee, ich war ja schon immer dafür. Das macht doch was in der Gesellschaft. Es ändert doch das Vertrauen in Politik, in alles Mögliche. Wir erinnern uns an Adenauer, ne? Was stört mich mein Geschwätz von gestern? Ja, das, also ein guter Freund von mir macht Dokumentarfilme oder überhaupt Filme. Und der sagt mir, dass das, also wenn man Regisseur lernt, ja, ist es ganz wichtig, dass man die Setzung, also Tatort zum Beispiel, ja, da müssen Sie in den ersten 5 Minuten kriegen Sie zum Beispiel so eine Ansage, die Impfpflicht wird sowieso nicht kommen, ist ja völlig absurd. Ja? Und am Ende kommt sie aber doch. Und das können Sie als Zuschauer sozusagen nur verstehen, wenn die sprachliche Setzung zu Beginn, also es ist eine choreografische Geschichte. Ja? Sie müssen am Anfang eigentlich setzen, um was es geht, und natürlich erstmal ablehnen, Impfpflicht, ja, Dritter Weltkrieg, Biden, ja. Aber worum es, wenn Sie jetzt mal im Regisseurstalk sind, worum es geht, ist, Sie setzen das erstmal. Ja? Also der Dritte Weltkrieg ist jetzt gesetzt, ja, Sprechakttheorie, ja, das ist schon mal aus einem Mund gekrochen, ja, und dann muss man sich darüber einigen, den wollen wir nicht oder den verhindern wir jetzt oder wie auch immer, so, ja, aber ohne die sprachliche Setzung kann es kein Ergebnis geben, ja, und insofern finde ich das schon interessant, dass wir jede Menge sprachlichen Setzungen hatten, also erinnern wir uns dran, die sprachliche Setzung, Impfpflicht, nie, never, das ist KenFM, Verschwörungstheorie, keine Ahnung, so absurd, müssen wir gar nicht drüber reden, Schwur, bla 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 bla. Keine, ja? Nebenwirkungen. Und das beschreibe ich ja in dem Buch, wie vom Himmel gefallen haben wir jetzt sozusagen heute, as we speak, immer noch 60% oder knapp 60% der Deutschen für die Impfpflicht, ein Bundestag, der das wahrscheinlich beschließen wird, ein Kanzler und ein Gesundheitsminister, der dahinter steht, die sozusagen bar jeder Empirie inzwischen das als ideologisierte Politik weitertreiben, und eine Mehrheit dieser Gesellschaft, die das völlig normal findet. Ja? Und wenn man denen jetzt sagt, aber vor 2 Jahren fandst du das überhaupt nicht normal, also weder die Impfung noch mit einem Barcode ständig deine Bewegungsmesser zu kontrollieren, welches Restaurant, welches Theater, dann kriegt man entweder Achselzucken. Na, Achselzucken im Sinne von, na, es ist doch nicht so schlimm. Ja, so dieses, ich will mich damit nicht befassen. Ja, das ist ja so hier diese, wer schweigt denn? Das sind die Leute, ne? Ich will mich damit nicht befassen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt red nicht so rum. Ja, muss jetzt halt sein. Oder aber tatsächlich, und das erfahre ich dann auch, wenn man sie dann konfrontiert, genau mit diesem Sachverhalt, aber vor 2 Jahren war das doch alles unmöglich und hier sind die Daten, dann kommt tatsächlich, lass mich doch mit deiner Schwurbelei in Ruhe. Ja? Also auch dieser Begriff ist ja gesetzt worden. Den hatten wir ja vorher. Wir hatten weder Faktenchecker, noch hatten wir
Aluhüte gab es ein bisschen vorher, ja, aber überhaupt schwurbeln. Ja, also ich dachte, vielleicht die Schwaben da in Stuttgart, auf wo auch immer. Aber Querdenken war positiv besetzt, ja, eher, nicht quer. Das kann ich ja nochmal erzählen, ja, aber wenn Sie mich schon triggern, habe ich ganz oft gesagt, auch im ORF, ja, Querdenken ist doch nicht ein positiver Begriff. Und dann wache ich im August 2021, das fällt mir jetzt ein, auf, morgens, ist ja sonntags morgens immer, das kennen Sie, dieses Denke ich an Deutschland, dieses Ding da. Ne? Und da hatten Sie wegen des Geburtstagserinnerung an Biedenkopf, hatten Sie Biedenkopf in der Einspielung von 2006, so ein langes Ding da von Biedenkopf, 6 Minuten Biedenkopf, so. Und in diesem Ding war Biedenkopf, der auf einmal in diesem Interview sagt, ja, denke ich an Deutschland, denke ich an Querdenker. Das sind die besten Leute, die brauchen wir für unsere Demokratie und so weiter, ja. So, und dann habe ich natürlich, habe ich auch schnibbeln gelernt, ja, so einen kleinen Audio-File gebastelt, ja, und genau diese Sequenz auf Twitter eingestellt, @CDU, Biedenkopf zu Querdenken, ja. So, und dann wurde ich geblamed. Frau Giro, warum rehabilitieren Sie jetzt den Begriff des Querdenkens? Also das ist schon, aber nicht nur bei Querdenken. Es geht auch um Verstehen, Putin-Versteher. Wir waren immer sehr froh, dass Herr Bahr und Wehner Russland verstanden haben. Verstehen ist was Gutes, ja, ist völlig abgeräumt. Diese ganzen semantischen Umdeutungen, ja, Solidarität ist jetzt, wenn ich mich von dir entferne. Es tut mir leid, ja, also es gab jede Menge semantische Umdeutungen, ja, ein Neusprech, ein Corona-Sprech, und wir müssen das alles abräumen, ja. Überhaupt auch Gesellschaftskritik ist jetzt Verschwörung, ja, Atomisierung ist jetzt Solidarität, und so weiter und so weiter, ja. Und wir müssen das wirklich sprachlich, wir müssen das wirklich entsorgen, ja. Wie Sondermüll irgendwie. Haben Sie Hoffnung, dass sich das wieder ändert? Das gibt es. Also kann der Diskurs wieder anders laufen? Kritischer, offener? Was müsste passieren? Also erstmal machen wir jetzt gerade schon einen Beitrag dafür, ja, und diskutieren. Ja. Meinen Terminkalender der letzten 3 Wochen wollen Sie nicht haben, ja, um das mal kurz zu sagen. Ja. Das ist mein größter Wunsch. Wirklich, ja, dass wir einfach wieder das machen, was wir, ich habe wirklich, das muss ich sagen, ja, also ich mache ja eigentlich Europa eigentlich, Italien, Griechenland und so weiter, staatliches Vertrauen, kann man irgendwie drüber diskutieren, ja. Aber ich hatte in diese Bundesrepublik wirklich ein großes Institutionenvertrauen, ein großes Institutionenvertrauen. Und das ist abgeräumt. Es ist abgeräumt, ja. Wenn ich nicht irgendwie noch Verwaltungsgericht Lüneburg und noch so ein paar Richter und so gesehen hätte, oder hier Verfassungsgerichtshof Bayern oder so, ich dachte, da gibt es ja auch noch ein paar, ja. Und das hört sich aber resignativ an. Ja, aber das schaffen wir jetzt wieder, weil wir es jetzt schaffen, und das ist ja eigentlich so der Ausblick da, ja. Wir gründen jetzt alles neu, also eigentlich ist das so, wir gründen das, wir haben schon über Wissenschaft gesprochen, gesagt, so wie die war die eh nicht mehr gut aufgestellt, ja, die neuen Medien sind schon längst da, ja, der Fernseher ist auch von gestern, keiner unter 30 guckt noch Fernsehen, ja, also das, eigentlich ist das alles schon abgeräumt, ja, und dass jetzt jede Krise hat so was Positives, zumindest wäre meine Hoffnung und mein Wunsch, dass wir wenn das Institutionsvertrauen weggebrochen ist, dann sind wir bei Hannah Arendt, ja? Die politische Grammatik des Neugründens. Ja? Das ist eine Riesenchance. Ja? Das ist ein wunderbares Schlusswort für das Plenum, aber nicht zum Weiterdiskutieren und Fragen stellen. Das kann gerne und soll auch passieren.